Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wie ihr sehen könnt, The Legend of Zelda Link's Awakening. Im Vergleich zu den vorigen Let's Plays ein bisschen ruhiger. Also keine Moves oder sowas, wo man halt im perfekten Moment ausweichen soll oder sowas in der Art halt, ne? Ja, ein bisschen entspannter das Spiel, hoffe ich zumindest. Und das Ding ist, es ist ein Blind Let's Play. Ich besitze das Spiel auch auf dem Game Boy, aber ich war damals noch viel zu jung. Achso, Vorschau nochmal. Ich mach mal kurz ein bisschen leiser. Sekündchen. So, damit ihr euch nicht wundert, weil ich höre mich gerade kaum selber. Ja, ich war damals noch zu jung, um das Spiel, ja, wie soll ich sagen, zu verstehen oder so halt, ne? Ich habe das Spiel damals nur gespielt, um mal durch die Maps rumzulaufen und ein paar Monsters zu killen halt, ne? Und mehr war da für mich nicht drin gewesen. Ich glaube, ich war da 8 oder 9 Jahre alt oder so. Weiß ich gar nicht. Und auf jeden Fall, das ist der Vorteil von HD-Remakes. Denn jetzt bin ich halt in der Lage, das Spiel in Neuauflage zu zocken. Auf der Switch jetzt, ne? Also das übrigens auch das erste Let's Play auf der Switch, was ich jetzt spiele. Oder über die Switch, wie man das jetzt halt richtig sagt. Deutsche Grammatik. Ja. Ich freue mich. Und ich habe Lust. Sag ich mal so ganz offen. Und ich merke auch direkt, hier sieht alles aus wie, sieht alles so ein bisschen aus wie Playmobil, ne? Schön. Schön, gut, dann überspringe ich mal wieder, ne? Und wir legen, denke ich, auch mal direkt los. Damit ihr euch nicht wundert, es herrscht bereits Speicherplatz hier. Denn ich habe vorhin eine kurze Testaufnahme gemacht, aber ich bin nicht allzu weit gekommen, ne? Ihr seht da unten, Möwendorf, ich bin gerade mal aus dem Haus rausgegangen und das war's halt, ne? So, dann kann ich das löschen? Ja, ich kann es löschen, sehr gut. So. Wir spielen es komplett von vorne nochmal, damit ihr auch den Anfang mal so ein bisschen seht, ne? Okay. Und wir spielen auf normal. Leute, seid mir nicht böse. Heldenmodus ist, wie das schon wie es da unten schon drauf steht, für fortgeschrittene Spieler. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Jetzt hier in dem Game. Deswegen mache ich den klassischen Modus. Ne? Und ein Namen. Namen. Lassen wir mal Link, oder? Lassen wir es bei Link. Also ich schreibe jetzt nicht Eddie hin oder sowas. Okay, wunderbar. Mache ich den Ton mal wieder lauter. Ich bin gespannt. Ein Glück, du bist wach. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kokolent. Bist du in Ordnung? Jo, hat er gesagt. Wir sind in Ordnung. Gehe den Weg entlang nach Süden, um zum Strand zu kommen, wo ich dich gefunden habe. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Aber sei vorsichtig, dort wimmelt es vor Monstern, seit du angespült worden bist. Ja, wir sind auf die Insel gestrandet und haben direkt ein paar Monster mitgebracht, wie es scheint. Uff, das sieht noch schwerer aus. Das sieht noch schwerer als schwer aus. Im Moment reicht deine Kraft dafür nicht. Okay, wir brauchen wahrscheinlich ein Item. Was ist das hier? Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Piranha-Pflanze drauf. Okay, wir müssen... Piranha-Pflanze? Das sind doch diese Pflanzen aus Super Mario, oder nicht? Und da ist noch eine. Eine Halterung für Goomba. Goomba, das sind doch diese Kartoffeln, ne? Auch aus Super Mario. Und... Leute, da steht Super Mario. Ey, komm, der sieht aus wie Super Mario. Der sieht aus wie Mario. Kommt. Endlich bist du wieder auf den Beinen. Heißt übrigens Tarin. Geht es dir gut, Link? It's me, Mario. Was? Wo ich deinen Namen weiß? Ich stehe auf der Rückseite von diesem Schild. Hier. Wir haben unseren Schild erhalten. Du hast dein Schild wieder. Halte R gedrückt, um mit ihm Gegner und Angriffe abzuwehren. Sehr schön. Damals, kann ich euch abwehren? Hier, ich wehre euch ab. Okay, gibt es noch irgendwas? Okay, sie sagt nochmal dasselbe, wie gerade eben. Achso, mit B kann ich überspringen, alles klar. Oh Gott, ich bin es mega gewohnt, auf der Playstation zu spielen halt. Und jetzt habe ich hier Buchstaben statt diese geometrischen Zeichen, ne? Also statt Quadrat, Kreis oder so. Ja, spinne ich denn? Was fällt dir ein, da herumzuwählen, du ungezogener Kerl? Ich habe mich doch nur umgesehen. Also mal ehrlich.
So, gehen wir mal raus. Wir sind im Dorf Kokulent, ne? Hat die gerade gesagt. Man merkt direkt, die Ladezeiten sind etwas länger als auf der PlayStation 5. So. Ich habe mich schon mega an die PS5 gewöhnt. Wirklich, also das ist echt schlimm gerade. Hey, na, wie geht's? Oh. Der knurrt uns an. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Na, Kleiner? Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du den Systembildschirm aufrufen. Drücke dazu Plus und dann R. Frag mich aber nicht, was das bedeutet. Ich bin nur ein Kind. Ein sehr schlaues Kind. Okay, das können wir auch nicht. Okay, das weiß ich noch von früher. Wir brauchen unser Schwert, auf jeden Fall. Leute, die Chickens sind auch hier. Wenn wir ein paar Mal auf die draufhauen, dann kommt ein ganzer Schwarm Hühner auf uns zu. Kann ich ja gleich mal vorführen. So, da ist eine Oma. Ja, ja, mir geht's gut und dir? Okay. Ich würde mal sagen, mir geht's auch gut. So, wo sind wir jetzt hier drinnen? Hallo? Wie soll ich es sagen? Aber, naja, könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint, Ulrira ist sehr schüchtern. Ah ne, das hätte ich mit meiner normalen Stimme sagen sollen. Entschuldigung. Okay. Hallo, hier ist die Minitendo-Galerie. Was? Hallo, hier ist die Minitendo-Galerie. Haben Sie ein Lichtbild für uns? Nein? Dann machen Sie bitte die Leitung frei. Kaktutu. Okay. Du hast dich wohl verwählt. Alles klar. Ah, hier haben wir noch so eine Halterung. Was brauchen wir hier? Cheep, cheep. Chip und Chap. Okay. Ich weiß nicht, war das in dem alten, auf dem Gameboy auch schon mit diesen Halterungen? Kann mich gar nicht daran erinnern irgendwie. Aber ich kann mich allgemein kaum noch erinnern. So, was haben wir hier? Angelteich. Wenn ich da lang gehe, geht's zum Angelteich. Wisst ihr was? Ich hole erstmal mein Schwert zurück. Ich glaube, es macht gerade keinen Sinn, hier sich umzusehen. Ach, guck mal, da ist ein Baubau. Auch aus Super Mario 64. Zwei Knirpse, die in den Wald zu werfen. Na, ihr? Wenn deine Herzen fast leer sind, solltest du schnell eine große Fee finden. Hab ich mal gehört. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch ein Kind. Ich habe gehört, dass man Minus drücken kann, um auf die Karte der Insel zu schauen. Und man kann auch durch Drücken von A Sachen mit Pins markieren oder sich mit X an Dingen erinnern. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Minus? Und ich kann? Ah, okay, das ist nice. Das ist natürlich praktisch, wenn ich vielleicht mal eine Truhe finde oder so, an die ich noch nicht rankomme. Kann ich einfach hier so ein Truhensymbol setzen und eventuell später wiederkommen. Das ist sehr geil. Finde ich sehr gut, okay. So, die Marine meinte ja vorne, ich muss nach Süden, ne? So, nach Osten geht's zum Wurmpalast und nach Süden zum Toronga-Strand. Oh mein Gott. Namen? Okay. Ich hab's gesagt, das ist ein entspanntes Spiel, ne? Also von daher. Okay. Hi. Okay. Was haben wir jetzt? Vorsicht, Seeigel. Mit dem Schild zur Seite schieben. Okay. Ah, alles klar. Wahrscheinlich muss ich hier durch, ne? So, Moment. Irgendwo hier musst du doch mal... Oh. Wurde doch hier irgendwo gestrandet, ne? Aber das ist gerade echt blöd ohne Waffe. Ich kann nichts machen. Ah, da ist es. Da ist mein Schwert. Flügel flattern. Ah. Es ist also dein Schwert. Jetzt verstehe ich, warum die Monster so unruhig sind. Ein mutiger Jüngling ist gekommen, um den Windfisch zu wecken. Es heißt, man könne die Insel nicht verlassen, ohne den Windfisch aus seinem Schlaf zu holen. Du solltest zuerst nach Norden, in den Zauberwald. Sorry, musste sein. Das musste sein. Okay.
Nimmst du wohl dein Schwert mit? Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, deinen Namen darauf zu lesen. Schwinge es durch Drücken von B, um Gegner anzugreifen. Yeah. Schwertwirbel. So, die Eule meinte, ich soll nach Norden, ne? Au. Wirst du wohl. Okay, ich kann... Ah, oh, das ist natürlich auch praktisch. Ich kann Schwert und Schild gleichzeitig halten, ne? Also so, praktisch. Zack. Das ist sehr praktisch. Okay. Wunderbar. Oh, die Musik auch, ne? Die ist mega hier in diesem Spiel, wirklich. Einfach nur geil. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, von allen Zelda-Spielen ist das, finde ich, die beste Musik. Also ich meine jetzt, wie nennt man das? Die Overworld-Theme halt, ne? Also die allgemein, die beste Overworld-Theme vom ganzen, von allen Zelda-Spielen, finde ich persönlich. So, dann gehen wir mal weiter. Was sind das überhaupt für Viecher? Sind das für Sandwürmer oder was? Okay, die gehen mit einem Schlag weg. Was ist das? Du hast eine Schutzeichel erhalten. Sie reduziert Schaden, den du erleidest, um die Hälfte. Oh, das ist sehr praktisch. Ah, und manche Gegner lassen auch Rubine fallen, ne, wenn man sie besiegt. Okay. Ich würde bei dem Let's Play schon ganz gerne mich hier ausgiebig umschauen, ne? Ich würde schon so gerne die 100% ansteuern, wenn ihr nichts dagegen habt. Und auch wenn ihr was dagegen habt, ist es egal, ich mach's trotzdem. Ah, du Ratte. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich mal so ein paar Umwege nehme oder so. Ich würde aber erstmal sagen, ich gehe zum Dorf zurück. Und dann sehen wir uns mal im Dorf ein bisschen um, ne? Weil da waren überall Büsche und sowas, wir konnten uns vorher nicht durchschneiden. Aber jetzt können wir das. So, okay. Ah, Mist. Achso, okay, ich kann nicht beides gleichzeitig machen, ne? Doch, kann ich. Warum hat er das gerade nicht gemacht? Der Treffer war umsonst. So. Apropos, kriege ich eigentlich nicht noch Herzen von Gegnern oder so gedroppt? Das wäre mal nicht schlecht. Ah! Schild vergessen hochzuheben. Okay. Ich merke schon, ich muss noch ein bisschen üben. So, wie komme ich da hoch? Achso. Ich frage mich, ob man hier auch irgendwann mal so springen kann. So, da sind die beiden Knirps wieder. Was haben wir denn da? Dorfbücherei. Oh, wir können uns jetzt hier ein bisschen durchlesen. Wie man ein Item aus dem Menü wählt. Das Buch lesen. Das scheint mir jetzt alles so ein Tutorial zu sein. Ich würde das gerne nicht lesen, wenn ihr nichts dagegen habt. Denn ich finde die meisten Sachen doch lieber besser selber heraus. Wirbelattacke, das glaube ich, wenn ich gedrückt halte, ne? Ja, genau. So, Einsatz des Schildes für Fortgeschrittene. Nein, ich lese es nicht, ich lese es nicht, ich lese es nicht. Die dunklen Geheimnisse von Kokolint. Das würde ich gerne lesen. Komm, nein, ja! Nicht nein. Ach, Joy-Con. So. Was ist das? Tja, ohne die magische Lupe wirst du die kleinen Lettern in dem Buch wohl nicht lesen können. Vielleicht hilft es, wenn du ein paar Leute unter die Lupe nimmst. Schönes Wortspiel. So, die Karten von Kokolint. Hier findest du Namen verschiedener Orte. Möchtest du die Karte sehen? Nein, erstmal nicht. Wie gesagt, ich gucke erstmal, ob hier vielleicht was Wichtiges steht. Vorzüge der Teleporter. Ist Teleporter? Okay. Gut. Wir wollen nichts lesen. Wir lassen uns ein bisschen überraschen. Wir finden alles selber aus, ne? Wir sind halt die altmodischen Gamer. So. Ist das ein Brunnen? Oder was soll das sein? Kann ich von da oben da reinhüpfen? Zauberwald. Achtung, unfreundliche Moblins. Da sollten wir hin, hat uns die Eule gesagt. Aber da gehen wir noch nicht lang. Wir sehen uns hier erstmal im Dorf ein bisschen um, ne?
Gleich direkt 3 Herzen. Schön. Oh, ein Herzcontainer. Du hast ein Herzteil erhalten. Rufe mit Plus das Inventar auf und sieh dir an, wie viele du schon hast. Geil. Das Ding ist, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, du konntest hier auch eine Schaufel und so kaufen, ne? Und du konntest hier graben nach Schätzen und so. Ah, ich überlege mir das für 100% nochmal. Aber das ist erstmal mein Ziel, ne? Könnt euch ruhig ein bisschen Popcorn, ne? Alter, machen wir ja nichts, ne? Na, du Kleiner, wie geht's dir? Na? So, sehen wir das Häuschen hier, was hier steht? Okay. Haben wir wieder eine Halterung? Was brauchen wir da? Komet. Okay. Bonjour, mein kleiner Komet sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Aha. Wow, wow. Okay. Du untersuchst das Regal. Das ist ja doch ein tolles Regal. Oh, ein tolles Regal. Die Frau ist nicht so böse wie der Mario da von gerade eben, ne? Das sieht schwerer als schwer aus, okay. Das können wir noch nicht machen. Da rechts war noch was, ne? So, hier haben wir... Oh mein Gott, was ist denn hier los? Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du ein schickes Accessoire hast, nur her damit. Schickes Accessoire, okay. Boah, ich merke jetzt schon, das wird ein bisschen viel gerade, ne? Mit den ganzen Halterungen da, die du sammeln musst und so. Das Ding ist gerade echt, ne? Ich habe mich schon mega an die PS5-Games gewöhnt, ne? Mir ist die Grafik gerade richtig schlimm. So zum Teil ein bisschen verpixelt, ne? Oder, weiß nicht, warte, ich muss mal kurz hier gucken. Ja, Tatsache, ne? Ist ein bisschen verpixelig hier, ne? Gut, ich weiß, die Switch und PS5, das ist natürlich zwei große also sollte man nicht miteinander vergleichen, ne? Aber trotzdem. Ich hätte doch ein bisschen flüssigere Grafik gewünscht, halt, ne? Weil ich habe auch das Gefühl, dass da hinten so ein bisschen Textureinbrüche sind, ne? Dass die FPS ein bisschen down gehen, wenn ich jetzt von einer Map zur nächsten laufe. Oder ist es mit Absicht so gemacht? Das kann natürlich auch sein. Mein Freund lässt mich mal durch da, danke. Ist das eine Telefondisco? So. Tut. Ja, hier Ulrira. Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. In der Dorfbücherei gibt es interessante Bücher. Nun, du solltest sie mal lesen. Tschüss. Das war schon? Okay. Nettes Gespräch. Alles klar, also immer wenn ich so ein Telefon sehe, kann ich höchstwahrscheinlich diesen Ulrira anrufen. Das ist doch der schüchterne Opa gewesen, ne? Glaube ich. Ulrira. So. Hi. Oh, sorry. Scheiße, das war nicht mit Absicht. Okay, der greift mich an, wenn ich den treffe. So, jetzt können wir hier rein. Da sind ein paar Gegner. Oh, so nah am Dorf, ne? Oh, ein paar Juwelen, sehr schön. Komm, das machen wir mal eben weg. Yeah. Schwertwirbel des Todes. Nur Link kann das. Oh, das ist Marin. Hey, Marin. Jetzt geht wahrscheinlich schnell, wenn ich das einfach so mache, ne? Ja, was ist das? Du hast eine Zaubermuschel erhalten. Wozu die wohl gut ist? Gute Frage. Wozu ist die gut? Oh, das Gras ist doch schon nachgewachsen. Alter, das geht aber schnell hier. Was für ein Dünger wird hier benutzt? Alter. Unfassbar. Alles wieder nachgewachsen. Gut, gehen wir mal da rein. Yoshi! Das ist eine Yoshi-Puppe. Ah, eine Kralle. Alles klar, ich kann... Ah, okay, da ist ein Schild.
Warum ist da ein Schild? Ich hab doch schon ein Schild. Wunderkahn für 10 Rubine. Was meint ihr? Machen wir mal eine Runde? Ja, ne? Komm. Mit den Knöpfen bewegst du den Kran. Der Rest ist Timing. Stell dich an die Knöpfe und viel Erfolg. Okay. Okay, A nach rechts, X nach hinten. Komm schon, Yoshi. Yeah, ich hab ihn. Nein, ich hab ihn nicht. Oh, diese Krallen, ne? Unglaublich. Ja, komm. Bis ich keine Juwelen mehr habe. Ich hab die sowieso alle aus dem Gras, also von daher. Ich hol mir mal dieses lila Juwel. Ich glaube, die sind 50 wert, ne? Dann kann ich wieder ein bisschen länger spielen. Ah, das ist schon schwer. So, komm schon. Ja, der ist wahrscheinlich schwerer zu bekommen jetzt. Yes! Oh, das ist echt schwer, Alter. Nee, erstmal nicht. Ich würde mal gerne das Juwel da nehmen. Wenn ich darf. Danke. 50 Rubine. Yeah, 50er im Lotto. So, weiter. Spielen. Auf jeden. Kollege. So, ja, das kenne ich schon. Danke. Versuchen nochmal die Yoshi-Puppe oder erstmal das Container. Den Herzcontainer. Komm, den Herzcontainer, ne? Ah, ich glaube, das war ein bisschen zu weit. Sehr schön. Ja, jetzt hol ich mir Yoshi. Das ist die Revanche, Yoshi. Komm, jetzt kommst du aber, ne? Nein! Warum? Oh Mann. Ja, komm, noch ein Spiel. Hallo? Ja, komm, jetzt krieg ich den aber. Jetzt. Alle guten Dinge sind 3. Ah, ich glaube ein bisschen zu wenig. Komm, hoch mit dir. Oh, yes! Jetzt haben wir ihn. Ich weiß noch nicht, wofür er gut ist, aber erstmal haben, ne? So, nein, das reicht erstmal. Okay. Schön! Wir haben ein Herzteil. Und wir haben eine Yoshi-Puppe. Du liebst Yoshi, aber sowas von. Wir lieben Yoshi, alle, ne? Da stimmt mir doch zu, ne? Yoshi ist doch voll süß. Ui, du hast die Yoshi-Puppe geholt. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Unsere Mama will unbedingt so eine haben. Okay, wo ist eure Mama? Kann man hier ein bisschen schneller laufen? Wo ist denn eure Mama? Du bist ja ein toller Hecht. Unsere Mama wird so neidisch sein. Wie? Oh, sie ist wahrscheinlich zu Hause. Unser Haus ist das im Norden mit den 2 Türen. Danke für die Info. Vielleicht kriegen wir irgendwas für die Puppe, ne? So. Was haben wir hier? Wir sehen uns halt ausgiebig im Dorf um, ne? Ah, hier haben wir einen Market, okay. 200 Rubine, 10 Rubine, 20 Rubine. Wieso kann ich mir ein Schild kaufen? Und ein Herzcontainer. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Rubine sammeln. Hier im Spiel. Leute. Ich gehe noch einmal kurz zurück zu dem Krallenautomaten da. Ich wollte mal eben kurz was testen. Werden die Sachen respawned? Vielleicht kann ich mir da ein paar Rubine anholen. Oh, das sind jetzt ganz andere Sachen. Wie viel sind rote Rubine wert? Ja! Wie viel sind rote Rubine wert? Okay, perfekt.
Sehr schön. Okay, die Rubine haben wir raus. Ja, komm. Ich hole mal die Muschel da noch. Ich weiß zwar nicht, wofür die ist, aber... Besser haben wir jetzt nicht. Ah, ein bisschen weiter links, wenn nicht schlecht. Aber vielleicht kriegen wir die noch. Oh, oh, oh. Zappel, 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 zappel. Komm, bleib drinne, bleib drinne. Ja, 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 nein! Warum? Das war eine Verschwendung. Aber die da hinten sind schwer zu kriegen. Wie soll man das denn machen? Da muss man ja Timing perfekt abstimmen, ne? So. Jetzt aber. Was ist das für eine Kralle, die etwas wegwirft? Die einfach nur etwas wegwirft oder wegschubst. Ich habe nur noch 10 Rubine, so ein Dreck. Ja komm, ich hol mir mal die Puppe da hinten. Den habe ich jetzt perfekt, so gut wie perfekt. Also wenn die rausfliegt, dann weiß ich auch nicht. Sehr schön. Okay. Aber wir haben ja rote Rubine. Ich verschwende jetzt eine ganze Folge damit, hier nur mit dem Krallenautomaten rumzuspielen. Okay. Ja. Du hast ein Schnippchenfigur erhalten. Irgendwo muss man die doch aufstellen können. Ja. So, rote Rubine sind 20 wert. Der hat halt immer noch so einen Bremsweg, wisst ihr? Den man halt auch so ein bisschen... Ah, der fliegt raus. Nein, der fliegt nicht raus. Der fliegt raus! Ja, 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 yes! Puh, Alter. Man schwitzt da sogar mega bei, Alter. Boah. Sehr schlimm. Okay. Sehr schön. Ich weiß immer noch nicht, wofür wir die brauchen, aber... Erstmal haben, ne? Gut. Wird da jetzt jedes Mal was Neues? Wenn wir da jetzt jedes Mal rein und raus gehen? Tatsache. Oh, 50 Rubine. Leute, ich mach mal folgendes. Ich mach mal eben einen Cut hier an der Stelle. Und mit Lieder Rubinen, die sind 50 wert. Ich könnte eventuell schon mal den Shop da gleich ein bisschen leer kaufen, ne? So ein bisschen so ein kleiner... Ich nenne es jetzt mal nicht Cheaten, aber wir werden halt der Bieter sein, so wie der Krito das gesagt hat, ne? Aus dem Sword Art Online-Universum da. Wir werden der Bieter, ne? Wir werden halt schon mega stark sein. Also, ich mach mal an der Stelle einen Cut, ne? Und wir sehen uns gleich, ne?